Wegweisen, Weiterbilden und Wissen. Der Begriff Zukunftszentrum weist schon mal zum einen nach vorn. Und in dem Vorn sind wir quasi mittendrin, nämlich dem Wandel der Arbeitswelt. Das ist einmal die Digitalisierung, die aktuell alle Unternehmen betrifft. Zum anderen aber auch der demografische Wandel, der vor allen Dingen sich darin ausdrückt, dass unsere Fachkräfte zunehmend fehlen und zugleich halt neue Kompetenzen von den Beschäftigten erfordert. Das Zusammenwirken mit den Betriebsräten ist für uns insbesondere deswegen von großer Bedeutung, weil wir in der Zusammenarbeit mit den Betriebsräten die Beschäftigtensicht zu den Veränderungen im Wandel der Arbeit eruieren können. Also ich möchte meine Prozesse innerhalb der Firma für die Gesellen transparent darstellen. Ich möchte meine Gesellen in die Planung mit einbeziehen, um Planungssicherheit für uns selbst und auch für die Kunden, die möchte ich damit erzeugen. Es ist besonders wichtig, die Mitarbeiter von Anfang an mit in einen Prozess zu integrieren. Besonders bei so einem Handwerksbetrieb, der sehr familiär geprägt ist. Wenn ich eine neue Aufgabe im Unternehmen habe, muss ich schauen, wer von meinem Beschäftigten kann diese Aufgabe übernehmen und was muss er dafür können. Diese Aufgabe ist wirklich herausfordernd und die begleiten wir. Zum einen kommen wir als Experten in den Betrieb, entlasten sie natürlich auch personell, indem wir Themen für sie aufarbeiten. Zum anderen ist eine wichtige Komponente, die ich dann sicherlich auch als IHK-Mitarbeiterin mitbringe, ist, über mögliche Förderprogramme zu informieren. Wir haben insgesamt 7 Partner. Das war uns auch wichtig, dass wir da eine gute Breite haben, also nicht nur in den Regionen in Sachsen, sondern auch in die Branchen hinein. Das ist, glaube ich, das A und O, dass wir nicht über theoretische Methoden philosophieren, sondern am Bedarf der Betriebe bleiben. Wichtig ist es, bei den Arbeitnehmern beim eigentlichen Mensch anzukommen, der nochmal neu quasi diese Arbeitswelt für sich erschließt. Ganz zum Schluss muss ich jeden Einzelnen, egal wo er steht, auch mitnehmen. Wir gehen ins Unternehmen, sind dort vor Ort mit unserem Wissen, sind dort in der Wissensvermittlung tätig. Wir machen keine Ausbildung an technischen Geräten, aber wir versuchen, den Einzelnen zu befähigen, dieses Wissen sich anzueignen. Ist nicht meins, aber wenn es eben irgendwann dazu kommt, werde ich mich damit auseinandersetzen müssen, das ist natürlich klar. Also in diesem Tool wird es der Tischlerei dann möglich, diese transparente Arbeit zu gewährleisten. Die Mitarbeiter können über die App-Lösung dieser Software alle Aufgaben des Betriebes einsehen, sodass sie auch sehen können, was kommt vielleicht in 3 Wochen oder was haben wir für langfristige Arbeiten, die immer so als Lückenfüller genutzt werden können. Was oftmals auch Angst auslöst, nämlich wenn Arbeit erleichtert wird, steht ganz schnell im Raum, wird der Mensch vielleicht überflüssig. Also dass sie ersetzt werden durch Systeme, durch Maschinen, durch Roboter. Und es gilt auch in unserem Projekt, diese Angst zu nehmen. Das Thema Digitalisierung, Planung, Struktur, das beschäftigt mich schon sehr, sehr lange. Aber mir fehlt immer der Gesprächspartner. Und das muss ich wirklich sagen, das habe ich jetzt durch das Projekt. Und das ist was, wo wir sagen, der Mensch steht auch in der Arbeitswelt der Zukunft im Mittelpunkt, weil auch digitale Geräte werden noch lange Zeit von Menschenhand zu bedienen sein. Mein Wunsch wäre es tatsächlich, dass wir eine nachhaltige Veränderung erreichen in den Betrieben. Und das ist auch Ziel des Programms, die Hilfe zur Selbsthilfe. Ich habe auch noch so ein paar Ideen und Visionen, wie ich die Firma weiterentwickle, dass sie noch klarer strukturiert ist. Ich sehe das nach wie vor als die größte Bedingung, um gut, effizient, zufriedenstellend für die Mitarbeiter und natürlich für den Chef auch zu arbeiten. Wir unterstützen die Entwicklung aus Ihnen selbst heraus, wie das funktionieren kann. Und danach können Sie es selber umsetzen. Das ist Ihr Mehrwert.